Switch it! Hallo und herzlich willkommen hier auf Switch it. Mein Name ist Lukas und heute reden wir ein bisschen über Nintendo Labo, denn ich wollte meine Meinung ein bisschen kundtun. Eigentlich war geplant, dass ich Aufbauvideos mache, aber das wird nichts, denn die Modelle dauern ziemlich lange. Das kürzeste Modellding da vom Labo-Gedöns ist das RC-Auto, der kleine Käfer. Der dauert 10 Minuten laut Software, das kann man aber auch in 5 Minuten hinkriegen. Ich habe bis jetzt halt den Käfer, das Motorrad und gerade eben das Klavier beendet. Und ja, das Klavier war das längste mit 150 bis 210 Minuten. Das Motorrad, glaube ich, 90 bis 120 Minuten. Ich bin mir da gerade nicht mehr ganz so sicher. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen meine Meinung dazu kundtun, wie ich das bis jetzt finde. Und ein bisschen quatschen darüber. Es kommt noch eine volle Review, wenn alles fertig aufgebaut ist, und ein Anspielvideo kommt auch noch. Also, das hier ist bis jetzt einfach nur so, was ich bis jetzt davon halte. Fangen wir mit dem RC-Auto an. Wie gesagt, das kann man ziemlich schnell aufbauen und es gibt zum Tutorial auch noch so eine kleine Joy-Con-Halterung. Das ist halt, ne, kein Plan. Also die Joy-Con-Halterung, ich weiß nicht, ob man die nochmal irgendwo braucht. So ein kleiner Käfer, der ist, ja, recht unnötig. Es ist das uncoolste im ganzen Labo-Set, möchte ich mal anmerken. So möchte ich, also denke ich mal, also mir gefällt es nicht so. Ich meine, ist ganz nett. Es wird sogar die kleine Kamera im rechten Joy-Con genutzt. Ich blende das auch hier mal ein. Ja, aber mehr ist das auch nicht. Also mir gefällt dieses Käferlein überhaupt nicht. Das ist hart, aber ja. Danach habe ich dann das Motorrad gebaut. Das habe ich auch noch aufgenommen gehabt. Das Video ging über eine Stunde und ich habe nicht viel geredet, muss ich zugeben. Also ich kann hier und da mal ein bisschen davon einblenden. Es ist nicht interessant. Mit Verschnellern wäre es auch nicht interessant, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also deswegen wollte ich euch das nicht antun. Es wird sich keine Sau anschauen, wenn wir mal ehrlich sind. Da wurden Gummibänder benutzt und auch so Stopperaufkleber. Und ich bin auf die Fresse geflogen beim Aufbauen, weil mir sind meine Beine und meine Füße eingeschlafen. Da meinte ich so, ja, ich mach mal eben schnell einen Cut. Und dann ist das hier passiert. Kurz einen Cut. Ich muss zugeben, ich finde das selber recht lustig, deswegen wollte ich euch das auch nicht vorenthalten. Das ist halt echt so, da ist man wirklich konzentriert, man baut Sachen auf, man konzentriert sich, man redet da wirklich nicht viel bei. Also klar, man kann viel dabei reden, aber ob es dann am Ende gut wird, ist dann die andere Frage, weil ich konzentriere mich dann echt lieber drauf, das aufzubauen. Und wo ich mich verarscht gefühlt habe, aber ist, dass mir das dann irgendwann so beim Bauen des Motorrads sagte, ey, du kannst auch vorspulen. Nett, dass man mir das dann irgendwann mal sagt und nicht im Tutorial direkt. Die Funktion habe ich dann genutzt. Was ich auch echt weird fand, ist, mir wurde gesagt, nimm mal die Teile raus und zwei Teile sind identisch, aber du brauchst die. Okay. Klar, es gibt halt identische Teile, um halt Sachen festzustecken und so. Ja, dann kommen wir zu dem Punkt, wo ich das dann nutzen muss und dann sagt mir das Ding, ja, das eine ist nur ein Ersatzteil, wir brauchen nur eins davon. Warum sagst du mir dann, dass ich das rausdrücken muss, also beide Teile rausdrücken muss? Gut, ist jetzt in meiner Ersatztüte drin. Das Motorrad zu spielen ist recht lustig. Dann habe ich das Klavier heute aufgebaut, das hat mich halt auch ziemlich lange gebraucht. Aber ich muss sagen, das Klavier hat am meisten Spaß gemacht mit dem Aufbauen. Weil da auch einiges war, was man dann, man hat es einmal gesehen und dann konnte man es immer wieder und immer wieder und immer wieder machen. Also die Tasten jetzt zum Beispiel oder die, diese kleinen Schrauben, die oben reinkommen, damit man verschiedene Sounds hat. Die gingen halt ziemlich easy und da habe ich es mir einmal angeguckt und konnte es dann und musste mir das nicht immer wieder anschauen und konnte dann immer vorspulen. Weil das, wenn man es nicht schneller macht, das ist halt ziemlich langsam. Gut, okay, es ist auch eher was für Kinder, muss man sagen. Dementsprechend ist es klar, dass es was langsamer ist und so und dass die Kleinen, die das dann machen, das auch wirklich mitkriegen. Es ist wirklich super erklärt, das ist echt top, wie das erklärt wird, finde ich echt super. Wobei sich, glaube ich, die Kleinen, die das dann machen, lieber von den Eltern auch helfen lassen sollten, vor allem beim Aufkleben. Also mir ist das selber passiert, dass da etwas ziemlich ungerade aufgeklebt ist und so. Und wenn man es dann abmacht, dann reißt dann natürlich die Pappe weg und das möchtest du natürlich nicht. Deswegen, ja, also ist da wirklich Konzentration gefragt und deswegen redet man da, glaube ich, auch nicht so viel bei. Aber es macht ziemlich viel Spaß.
meine Mutter und meine kleine Schwester haben auch mal eine Runde mit dem Motorrad gefahren. Und meine Mutter fand das einfach bescheuert, aber lustig. Und ich bin voll auf ihrer Seite. Es ist echt beknackt, aber super, super spaßig. Meine Schwester fand das auch cool. Ja, ich finde es halt auch cool. Also das Motorrad macht echt so viel Spaß. Aber am meisten gefällt mir halt das Klavier. Da kann man schon rumklimpern. Wobei, ich glaube, ich sagen würde, das Klavier und das Motorrad sind so auf derselben Stufe. Also das macht echt so viel Spaß. Zum Haus und zum Angeln kann ich noch nichts sagen. Aber das werde ich dann auch jetzt über die Tage ein bisschen aufbauen. Ich will das halt jetzt auch nicht immer ständig so direkt nacheinander mir reindrücken, weil das wird halt auf Dauer auch irgendwann ziemlich, ziemlich langweilig, muss ich ehrlich gestehen, weil, ja, man hat auch Besseres zu tun, als Pappe zusammenzubauen, aber gut. Ja, gibt's sonst noch irgendwas, was ich erzählen kann? Ja, viele Teile werden gar nicht genutzt, die werden halt dann wahrscheinlich, glaube ich, für andere Dinge genutzt, also, ich weiß nicht, wann die rankommen, aber viele Pappteile sind halt so noch da, aber ich habe schon einige leere Pappdinger, also wo alles rausgedrückt ist. Dementsprechend, ja, der Karton wird halt dann auch leerer. Weniger Karton im Karton. ja. Es gibt da auch diese Labo-Werkstatt, Software-Werkstatt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt, mit Professor Papp und zwei weiteren Figürchen, wo man halt dann auch programmieren kann. Das habe ich mir aber auch noch nicht so ganz angeguckt. Das werde ich mir aber so dann nochmal komplett angucken müssen. Aber wird wahrscheinlich sehr interessant. Das Klavier hat mir, by the way, im Übrigen meinen ganzen Akku weggesoffen. ich habe 99% gehabt auf meiner Switch und hatte jetzt zum Ende hin nur noch 15. Gut, man muss sagen, ich habe halt auch nochmal eine Runde Motorrad gespielt und meine Mutter und meine kleine Schwester haben auch eine Runde gespielt. Also, ja, aber trotzdem, das ein so ein Ding frisst, glaube ich, ziemlich viel Akku. Ja, also kann man auch so am Tag vielleicht nur eins machen. Also ich würde es empfehlen, also man kann so am Tag ein Ding bauen, dann wird es auch nicht langweilig. Und ja, das ist meine Meinung bis jetzt zu dem Nintendo Labo. Also es macht sehr viel Spaß, das aufzubauen. Und die volle Review wird es dann geben, wenn ich alles aufgebaut habe und mir das ganze Ding nochmal komplett angeschaut habe. Genauso wie das Anspielvideo. Also seid da schon mal gespannt. Das ist jetzt meine kleine Meinung gewesen zu dem, was ich bis jetzt mit Labo erlebt habe. Und ja, vielen Dank nochmal an Dustin, der mir das Ganze zugeschickt hat. Wenn ihr euch auch Labo geholt habt oder Erfahrung mit Labo habt, dann schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich keine Aufbauvideos machen kann. Aber folgt mir auf Instagram. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da tue ich in meine Story immer wieder so ein paar Fortschritte reinpappen. Ich habe zum Beispiel vom Klavier da ein paar Fortschritte reingepackt, wie ich das da aufgebaut habe. Und das wird es vom Haus und vom Angelspiel auch geben. Also folgt mir auf Instagram, wenn es euch interessiert. Da gibt es diese kleinen Updates immer. Und ja, seid mir bitte nicht böse. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Was das wird, weiß ich nicht. Aber es wird hierzu auf jeden Fall noch eine Review und ein Anspielvideo geben. Ja, wie gesagt, eure Meinung ist wie immer erwünscht und ansonsten bewerten, kommentieren nicht vergessen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein und ciao Leute!